Ja, Leute, damit kommen wir mal wieder zurück zu Tomb Raider. Wir haben länger nicht gespielt, hatte den Grund, wir mussten den Rechner neu aufsetzen. Und da ist mir dann auch noch ein kleiner Fehler passiert, und zwar, ich habe leider den Speicherstand von Tomb Raider nicht mit rübergenommen. Und daher musste ich das ganze Spiel jetzt noch ein bisschen durchspielen. Ich habe versucht, so gut wie es mir nur möglich war, nachzuskillen, wie ich das im Let's Play gemacht habe. Nur ist mir leider, dadurch ist es mir nämlich passiert, dass ich jetzt zum Beispiel nicht die AK habe. Ich habe nämlich leider immer noch das normale, stinknormale Gewehr hier. Aber ich glaube, das macht ja eigentlich nichts. Das werden wir schon noch finden. Nur, ja, deswegen hat sich das Spiel jetzt etwas verändert, sag ich mal. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal skillen, mal eben noch, weil ich habe jetzt noch 850 Punkte. Und ja, warte mal, jetzt kurz mal gucken hier. Wir haben ja soweit alles nachgeskillt, was der Fall war. Und ich würde sagen, ich hole jetzt auf jeden Fall den Schlüsselringabzug auf jeden Fall mal, damit wir den Bogen auch fast komplett aufgewertet haben, zumindest soweit wie es geht zurzeit. Und wir hauen noch ein bisschen was in die Schrotflinte rein. Und zwar gucken wir mal, erhöht die taktischen Schussfrequenz, Rückstoß wird verringert und die Reichweite wird erhöht. Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch, weil wir haben 600 Punkte. Ich könnte theoretisch schon fast, ja, soweit wie es nur geht, aufwerten. Pass auf, ich nehme den polierten Bolzen. Oder polierter Bolzen. Und ich nehme den gepolsterten Griff. Dann habe ich die soweit aufgewertet und wir haben 0 Punkte. Genau. Weil ich habe jetzt gemerkt, da, indem ich das nochmal durchgespielt habe, ich spiele sehr oft mit der Schrotflinte. Sind es auch direkt nach dem Feuergefecht hier natürlich drinne, wo auch der letzte Part natürlich für euch geendet hat. Also das war mir natürlich dann schon wichtig, dass das für euch nahtlos übergeht. Nur wie gesagt, wir haben jetzt halt leider die AK nicht. Aber ich denke, die werden wir auf jeden Fall noch finden. So, ich schaue mich jetzt hier erstmal wieder um. Ein bisschen. Was wir so finden. Seht ihr, da ist das Gewehr. Jetzt haben wir nämlich auch dann die AK. Das heißt, wir laufen nochmal gerade zurück zum Lager. Dann haben wir die auch direkt, die AK. So. Zack, Sturmgewehr. Sehr gut. Sturmgewehr gemeistert. Jetzt haben wir jetzt noch ein paar Punkte gekriegt und haben jetzt dann wieder die AK, wie ihr es gewohnt seid. Oder wie es gewohnt wart am Ende noch, ne? Hat jetzt nur eine Kiste länger gedauert, komischerweise. Gut, egal. Da ist sie, die schöne AK. Gut, dann gucken wir uns noch weiter um, ob wir irgendwas finden. So, da waren wir ja gerade drinne. Gehen wir mal hier lang. Da können wir mit der Schrotflinte rein. Ach, hier ist wieder was. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. So, Edo-Periode. Wie heißen die Dinger? Inro. Aha, okay. Ja, cool. Von dem Spiel lernt man auch wenigstens was. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die damals keine Taschen hatten. So. Nochmal wieder durchgehen. Da auch. Schießen uns nochmal ein bisschen den Weg frei. Da war hier noch was. Ja, hier oben. Ich hab gelernt. Oh, zweites Teil der Schrotflinte. Übrigens echt gelernt, mich nochmal echt gut umzuschauen. So, jetzt lassen wir noch auf. Oh, erstes Teil vom Gewehr wieder gefunden. Ach stimmt, das hatte ich vergessen zu holen, ne? Stimmt, beim Durchspielen jetzt nochmals habe ich das wohl vergessen zu holen. Wahrscheinlich war da das letzte Teil der AK drinne. Gucken, können wir hier wieder hoch? Da muss ich nicht nur mal durch den ganzen Schmodder durch. Warte mal gucken. Ah, hier, da können wir hoch.
Stimmt. Ja, wir mussten uns ja verarzten, deshalb konnten wir hier nicht hoch. Was ist denn das? Ach, das ist gar nichts. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes. So, ich möchte mich hier aber wirklich gründlich umschauen. Wobei, mir fällt gerade ein, ich kann auf den Tabulator mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ah, nee, stimmt. Ich musste ja, glaube ich, erstmal die Karte finden, ne? Reliquie, ja, ja, gut. Muss ich erstmal wohl die Karte finden, damit ich hier die ganzen Schätze sehe auf der Karte. Deshalb gehen wir jetzt mal hier gerade hoch. Da unten ist noch einmal eine Kiste. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Sehr schön. Sonst war hier aber, glaube ich, nichts mehr, oder? Kam ich da irgendwie hoch? Kurz mal gucken. Kam ich da irgendwie hoch? Ja, da komme ich, glaube ich, hoch, ne? Sieht zumindest danach aus. Ja, genau, richtig gesehen. Mal gucken, was wir hier haben. So. Ach, hier ist noch so ein Scheinwerfer. Hä? Was sollte das jetzt sein? Schalter für neue Herausforderung. Abschließend für EP. Aha, okay. Interessant. Ach, ein Alarm deaktiviert. Ah, okay. Gut. Wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. So, da oben können wir, glaube ich, aber nicht mehr hin. So, warte, jetzt haben wir hier so einen Balken stehen. Ich könnte theoretisch... Ich tippe mal nach da hinten, oder? Gucken. Genau, schießen. Ja. Das passt. Gehen wir jetzt mal hier direkt mal dahin. Schauen uns direkt nochmal hier um. Da ist Munition. Munition ist voll. Auch okay. Hier oben ist noch eine Kiste. Sehr gut. Da können wir uns rüberschwingen. Sekunde. Ne. Oder doch, Sekunde. Das gibt's ja nicht. Na, ja, doch nicht. Ich habe dieses Gefühl, dass ich gleich niesen muss. Verdammt, kennt ihr das? Wenn ihr wisst, dass ihr gleich niesen müsst, ich hasse das. Da könnte man noch den Weg frei machen. Keine Ahnung wofür. Toll, jetzt ist meine Nase zu. Keine Ahnung warum. Sehr gut. Ich liebe es auch, wenn ich eine zu Nase habe. Aber hier, warte mal. Da ist ja eine Dingens am Legen. Genau. Zack, den Weg frei machen hier. Hier ist noch Munition. Ah, cool. Eine Patrone gekriegt. So, warte mal. Jetzt gehe ich hier nochmal gerade hoch. Hier nochmal rüber. Dann hier nochmal hoch. Wenn ich das hinkriege, ja, das geht. So, warte mal. Wie gesagt, ich möchte mich hier wirklich sehr gründlich umschauen. Weil hier ist viel Zeug eigentlich am rumliegen. Das ist ein Geocache? Ne, das ist nur eine Spiegelung. Gut, dann holen wir mal hier die Kiste. Und was das diesmal ist. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz. Aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Aha, wieder so ein Geldbeutel. Nur wo ist jetzt die Information? Weil ich soll eine Information finden. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Gucken. Ah, wo ist es? Wo dieser ist es? Inro riecht ah. Innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Kann sein, ne? Wenn es nach Tabak riecht, dann ist es wahrscheinlich der Fall, ne? Cool, ja, dann machen wir das wieder weg. Fähigkeitspunkt, yeah, sauber. Das ist sehr gut. Ich habe mich nämlich auch um einen einzigen Skillpunkt verskillt. Ja, ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Aber das ist ja, wie gesagt, wirklich nur ein Punkt, den ich jetzt dann wieder dadurch wettmache. So, was haben wir denn? Wer wird hier sterben? Mach's gut. Was war das jetzt? War das hier so eine Art kleine Arena oder was sollte das gewesen sein?
Okay. Ach, wahrscheinlich, wenn ich von hier unten käme, dann wären die mir entgegengekommen. Aber dass ich jetzt eh von oben kam. Gut, egal. Gehen wir mal wieder hier oben lang. Wirklich echt gelernt, mich echt total gründlich umzuschauen. Weil ich habe echt gemerkt, nachdem ich das nochmal durchgespielt habe, ich habe vieles liegen lassen. Ey, cool, ich kann die runterwerfen. Randale! Oh, da verschwinden sie. Auf ominöse Weise. So, da oben waren wir ja, ne? Hier die Kisten lasse ich mal gerade stehen. Oder Kisten sind ja keine Kisten, es sind ja Kanister. Da oben machen wir nochmal gerade frei. Das war hier oben. Ach, noch eine Kiste, okay. Zack, jetzt habe ich schon, bin schon seit 10 Minuten mich am Umschauen. Zeit mir das, aber ich habe ja gesagt, ich möchte mich sehr gründlich umschauen. Jetzt gehe ich hier nochmal runter. Da oben kann ich nochmal rein. Okay, ah, hier ist wieder so eine Kiste. Was ist da drin? Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Ja, da sieht man's. Made in China. Sehr billige Fälschung. Naja, gut. Jagdpferd war das. Okay. Gut, wir gehen nochmal hier runter gleich. Sekunde. Ah, hier oben können wir noch hin. Warte. Ah, hier ist noch eine Kiste. Oder noch ein Kistchen. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Da war ich noch gar nicht, oder? Ich bin zwar, glaube ich, hier oben. Warte, nee, warte mal, ich muss kurz zurück. Mal gerade nochmal zurücklaufen. Ah, wobei, da unten ist noch ein Raum. Sehe ich gerade. Hier ist noch ein Raum. Geocache gefunden. Ah, okay. Warte, hier hoch. Dann hier noch hoch. Ja, hier oben war ich noch nicht, genau. Hier war ich noch gar nicht. Was ist hier oben? Ein Buch. Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr. Diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber ich tue alles, um zu überleben. Ja gut, das würde ich wahrscheinlich auch. Ich würde auch alles versuchen, um zu überleben. Aber trotz alledem, dieser Matthias, der ist schon irgendwie krank, kann man sagen. So, was haben wir denn noch hier oben? Hier oben ist auch noch irgendwas. Ist irgend so ein Balken. Wo führt der mich denn hin? Der führt mich irgendwo da hinten hin. Ja, komm. Einfach mal ausprobieren. Schauen. Hört übrigens gerade was ein. Ich höre die Musik gar nicht. Ich habe die Musik eben noch mal kurz leiser gestellt. Ich stelle die mal gerade noch was lauter. Vielleicht ist ja hier auch die Musik, weil es ist so still gerade, oder? So, jetzt bin ich hier. Toll, was ist jetzt hier? Ja, hier ist gar nichts. Da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns noch eben. Da links auch. Ah, verdammt. Da habe ich mich verklickt. Wobei, die hätte ich aber auch eben, als ich von hier kam, ich mir doch eben holen können. Habe ich gar nicht gesehen. Egal, dafür haben wir sie jetzt geholt. Was soll's. Geheimes Grab in der Nähe. Aha. Oh, shit. Die schießen uns erstmal runter. Schrotflinte in die Hand. Viel besser. Macht's mal gut da unten. Jetzt sehen wir auch mal die Arkan-Aktion.
Na, hier geht's ziemlich ab. Ah, du Drecksack. Oh, wow, wow, shit. Du Drecksack da unten. Wir haben auf Risiko gerade rausgeprescht. Wir schießen noch ein bisschen mit dem Bogen hier. Puff. Das war jetzt unerwartet, dass da so viele kommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben immer alle erledigt. Schnelles Einsammeln hier, so. Dürften, glaube ich, alle gewesen sein. Was hier noch eben ist. Ah, hier ist noch was. Eine Kiste. Noch eine Jade-Figur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Ja, du siehst mal auch kein Made in Japan darunter. Okay, gut. Was ist los? Immer noch spannende Musik. Ist hier noch irgendwo jemand? Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie uns da? So. Immer noch diese spannende Musik. Mal, können wir hier irgendwo hoch? Ah, hier. Oder? Ne, noch nicht. Steht denn hier? Fear the Demons. Embrace the... Was steht da? Flames? Aha, okay. Gut, dann geht's mal weiter. Ich dachte, hier ist eine Falle. Da war auch eine Falle. Aber diese spannende Musik hört nicht auf, ne? Irgendwie. Na gut, umso besser. Haben wir ein bisschen Musik. Statt immer dieses Stille. So, hier waren wir ja, glaube ich, schon, ne? Ja, hier haben wir die eine Kiste gefunden. So, dann gehen wir mal hier Richtung diesem großen Tor. Gehen wir mal hier runter. Warte, ich habe da gerade eben noch einen Raum gesehen. Ach nee, ist kein Raum, ist ein Durchgang. Okay. Oh, okay. Jetzt kommen hier diese Freaks wieder. Jetzt heißt es verteidigen. Brenne! Brenne! Du auch noch? Brenne! Ich spare mir mal die, die Kanister auf für den Typ mit dem Schild. Nicht genau für den. Mach's gut. Ah, die Feuerpfeile unschlagbar irgendwie. Da ist noch jemand. Ach, komm schon. Da noch jemand. Da oben ist noch jemand. Da sind auch noch zwei. Wieso brennt der nicht? Wieso brennst du nicht, Kollege? Da sind aber ganz schön viele. Wiedersehen. Da ist noch jemand. So, das dürfte, glaube ich, gewesen sein. Spannende Musik ist rum. So, fröhlich looten. Fröhliches Looten ist angesagt. Schon über 500 Punkte haben wir schon wieder. Also wir können bald mal wieder ein paar unsere Waffen ein bisschen aufwerten. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ist alles voll an Munition, das ist gut. Ja, schön, ne? Haben wir alles platt gemacht. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch das Tor, ne? So. Drehen, drehen, drehen. Hä? Ach so, wahrscheinlich muss ich das hier bestimmt abfackeln, oder?
War richtig. Habe ich doch richtig gesehen. Drehen, 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 drehen. So, und durch. So. Ja, gut. Leute, wir sind über der Zeit. Das war's für heute für Tomb Raider. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.